Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 5. Gestern war ich ein klein wenig enttäuscht, weil ich dachte, die Rätsel, die ergeben manchmal überhaupt keinen Sinn. Aber heute bin ich wieder ganz heiß auf die Sache. Ich habe mir gestern auch zwei neue Weihnachtskalender bestellt. Und ich hätte aber noch eigentlich einen dritten und vierten im Auge. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden Monat zwei anpacken soll. Ich weiß, ich bin total heiß auf diese Escape-Kalender. Und jo. Heute ist Sonntag. Ich werde zusehen, dass ich hier für euch ein paar Tage und ein paar Türchen vordrehe, weil die kommende Woche, die wird wieder richtig, richtig stressig und ich möchte nicht, dass ihr einen Tag auf das Türchen verzichten müsst. So, heute ist Tür 5 dran. Wir müssen es allerdings erstmal finden. In Türchen Nummer 4 war gestern, denke ich mal, was Cooles drin. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Ich würde sagen, ich drehe euch jetzt mal um und dann geht's los. So, hier ist das gute Stück. Wir haben hier wieder extra für euch die Weihnachtshose. Und wir haben gestern gefunden, richtig viel. Ich tue hier immer die Lupe in den aktuellen Tag rein, falls wir es doch mal brauchen. Hier waren irgendwelche Hinweise. Und wir haben hier unser Kärtchen. Und hier haben wir noch was zum Basteln. So, was haben wir hier alles? Wahnsinn, hier liegt ja das U-Boot. Das schaue ich mir direkt mal genauer an. Das hier scheint der Ballasttank zu sein. Was die Zahlen an der Wand wohl bedeuten? Ein Teil davon kann man ja leider nicht mehr lesen. Das habe ich auch schon festgestellt. So, bei Bewegung in Nord-Süd-Richtung. Und hier stand aber, Norden 150 und Westen 180. So. Mhm. 19 Grad. So, das heißt, man müsste ja theoretisch hier die Gradzahlen rauskriegen von dem hier. Muss man das sicherlich auch schließen. Und hier ist auch schon, nee, das Komma bezieht sich darauf. Na, ich nehme auf jeden Fall an, dass wir diesmal wieder hier dieses Koordinatensystem nutzen. So, was ist hier drin? Ach ja, das habe ich gestern schon mal entdeckt. Hier drin bildet sich dann irgendwann noch ein Wort, so wie es aussieht. Naja, da schauen wir mal. Ich bastel erstmal das Ding hier zusammen. Das muss ich nur jetzt ohne euch machen. Mir fehlt eine dritte Hand. So, okay, ich habe mir gerade noch einen Stift und Zettel geschnappt. Ist der Stift weggerollert? Okay. Also, das Schätzchen hier hätten wir jetzt zusammen. Und dann schauen wir doch gleich mal, ob das hinhaut. 190. 190. 19. Und 113, 33. So, wir haben ja hier so Zeichen. Wo sind sie denn? Da. Aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. So, also Nord-Süd-Richtung. Ich weiß ja nicht, was das hinten bedeuten hat. Ne? Ich fange jetzt erstmal nur mit dem hier was an. Ach, meine Sitzposition ist nicht die bequemste. Wartet mal. So, Vorbereitung ist alles. Also, ich würde mal sagen, Nord-Süden. 190. Das heißt, 190, hätte ich gesagt, muss oben sein. Jetzt kratzen die Katzen draußen an der Tür. Ich habe die Katzen aus dem Wohnzimmer ausgesperrt, sonst funktioniert das jetzt gar nicht. Ach, die Mäuse sind morgens sehr liebebedürftig. Das ist dann Norden und das ist Süden. Nord-Süd-Richtung. Und was steht hier? Norden 150.
Und das andere. Ost-West. Dreiunddreißig. So, das wäre ja Ost-West. Hat das irgendwas zu bedeuten? Der ist im Westen die 180, 190. Was steht hier? 180. Das haut ja eigentlich schon hin. Oder? Ist das so gemeint? Die 18 und 190. Aber hier ist ja Norden gesucht. Was war es nochmal? 150, Konzentration vor übernehmen. 33. Ist das so gemeint? Aber wenn das Nord-Süden ist und dann ist Norden 150. Ich habe nach wie vor, ich habe es ja gestern schon angesprochen, ich habe wirklich ein bisschen manchmal Probleme mit der Logik dieser Rätsel. Aber theoretisch könnte das ein sehr einfaches Rätsel nehmen, sein, ne? Wenn man einfach sagt, das klingt nämlich so ein bisschen wie diese Escape-Spiele, die man mit Freunden spielen kann, wo man nämlich auch immer sowas einstellen muss. So, und da würde das jetzt bedeuten 33 und das andere habe ich schon noch vergessen. Was war hier? 33 und 18. So. Wobei das ja hier Nord-Süd ist. Aber da war es ja 33. Und das ist ja für mich West-Ost. Also die Angaben, die stimmen aus meiner Perspektive. Wobei das ist 19 und 33. Also vielleicht versuche ich das irgendwie immer zu. So. Ich erwarte da vielleicht irgendwie mehr Logik oder weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben hier eine 18 uns erspielt und eine 33. So. Das wäre jetzt das Feld hier. Ich zweifle halt immer, dass es. Ich werde jedes Mal zweifeln, jedes Mal aufs Neue. Aber theoretisch könnte es genauso simpel sein. Was auch immer bloß das hier hinten zu bedeuten hat. Ne? Aber beim allerersten Kästchen hat es auch so geklappt. Ja, gibt halt bloß das hier keinen Sinn. Ne? Weil Norden und Westen, naja, wie auch immer. Ich mache heute kurz einen Prozess. So. Und wenn das falsch ist, dann gucke ich hinten nach. So, machen wir das ab jetzt. Ich muss mich ja auch mal trauen. Hoffentlich ist das richtig. Und. Das ist unfassbar. Ich bin auch jedes Mal. Geil sieht's aus. Ich bin jedes Mal. Oh. Guck mal morgen. Ich bin begeistert. Es hat funktioniert. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Mal gucken, bei wie vielen Türchen das heute klappt. Wir haben auf jeden Fall die 5. geschafft. Jetzt bin ich wieder happy, weil es funktioniert hat. Gut, das war ja verhältnismäßig leicht. So, wir sehen uns im nächsten Türchen wieder. Ich bin gespannt, ob ihr das auch rausgekriegt hättet oder ob ihr auch ein bisschen manchmal Probleme mit dem Deck gehabt, so wie ich.
Gehe ich das Ganze falsch an? Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt aufs nächste Türchen. Ihr seht es morgen früh um 6. Bis dann.